Guten Abend. Heute ist Adis Ahmetovic mein Gast auf dem H1-Sofa. Der SPD-Politiker ist der Sohn von Flüchtlingen aus Bosnien und Herzegowina und hat schon in sehr jungen Jahren eine steile Karriere gestartet. Seit 2020 ist er Co-Vorsitzender des SPD-Bezirks Hannover. 2021 holte er das Direktmandat im Wahlkreis Hannover 1 und zog in den Bundestag ein. Sein Motto: eine starke Stimme für Hannover. Was er sich so vorgenommen hat, was ihn antreibt, darüber wollen wir jetzt reden. Hallo Herr Ahmetovic, schön, dass Sie da sind. Ich weiß ja, Politik ist Ihr Leben und erfüllt Sie von morgens bis abends. Trotzdem wollen wir Sie erst mal ein bisschen näher persönlich kennenlernen. Ergänzen Sie mir mal ganz kurz 10 Sätze. So machen wir das. Guten Abend erstmal. Ich lebe gern in Hannover, weil? Es meine Heimatstadt ist. Mein schönster Platz in Hannover ist? Die Einriede. Mein Lebensmotto lautet? Die Pünktlichkeit stiehlt uns die schönste Zeit. Mein Vorbild ist es? Ist? Vorbild, meine Familie, meine Eltern. Die Eltern. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Als Kind wollte ich was werden? Ja, ich war damals ziemlich fußballfanatisch, aber nicht gut genug als Fußballspieler. Deshalb habe ich gesagt, Sportdirektor von 96. Spielen Sie denn Privatfußball? Ja, immer noch. Ja. Glück ist für mich? Zeit zu verbringen mit meinen Liebsten. Angst macht mir? Die aktuelle Lage rund um Zunahme von Rechtspopulismus. Am besten erhole ich mich? Mit Freunden, Familie und dem Hund in Hannover. Mein schönstes Hobby ist es? Lesen. Was? Was ich lese? Was lesen Sie am liebsten? Aktuell lese ich ganz harte Kost. Es geht leider aufgrund der aktuellen Lage rund um Russland und um Putin, Putins Netz. Ja. Auf eine einsame Insel würde ich mitnehmen? Mein Handy. um jetzt nicht immer Familie und Freunde zu sagen, aber Handy, das ist heutzutage ein Herzschrittmacher leider. Ich bin Teil der Generation. Smartphone. Smartphone. Ich könnte nicht leben ohne? Mein Haustier. Was ist das für ein Haustier? Es ist ein Hund. Name? Alaska. Alaska. Australian Shepherd. Ich wollte ja eigentlich immer gerne Lehrer werden. Und ich habe ja auch mein Lehramtsstudium beendet. Ja. Und ich bin ein großer Fan von Schulhunden. Und dieser Hund hat eine besondere Fähigkeit. Der ist total zuckersüß zu Kindern mit Förderbedarf. Ist auch so trainiert. Und das ist so ein zweites Standbein. Wenn es mit der Politik nicht läuft, gehe ich einfach zurück in den Landesdienst, mache vielleicht Schule und dann mit dem Hund gleich mit. Viele wissen das gar nicht. Eigentlich wollte ich immer Veterinärmediziner werden. Es war zu blöd dafür, zu schlechtes Zeugnis gehabt. Du brauchst 1, noch was, hatte ich nicht. Und dann hat es am Ende nur für die Pädagogik gereicht, weil der NC ausgereicht hat. Aber ich meine, Ihre Karriere ist so gut, dass Sie weder Sportdirektor noch in diesem anderen Bereich. Schauen wir mal. Aber es ist immer gut, einen richtigen Beruf auch zu haben. Und ich hatte auch Interessen außerhalb der Politik. Ja, das sage ich immer wieder gerne und betone das, weil ich habe nicht darauf hingearbeitet, Bundestagsabgeordneter zu werden. Aber können wir gleich dazu was sagen. Das hat sich ergeben und so aufgebaut. Ja, genau. Ja, Sie haben eben ganz schon ihre Eltern erwähnt, haben auch gesagt, dass das Ihre Vorbilder sind. Absolut. Ihre Eltern sind 1992 geflohen aus Bosnien und Herzegowina. Als Kriegsflüchtlinge, genau. Sie sind 93 in Hannover geboren worden. Aber Ihre Eltern haben sich sehr schwer erst durchschlagen lassen. Mhm. Ihr Vater ist ja Jurist, hat auch im Bau gearbeitet, Ihre Mutter als Putzfrau. Wie war das? Wie sehr hat das Ihre Jugend geprägt? Das ist Teil meiner Erziehung und Teil meiner Sozialisation gewesen. Erstmal bin ich total dankbar dafür und sehr glücklich, dass ich in Hannover zur Welt gekommen bin. Mhm. Deshalb ist Hannover meine Heimatstadt. Das ist meine Heimat und ich sage auch immer wieder, ich bin Kind dieser Stadt. All das, was aus mir gemacht wurde, klar habe ich meinen Eltern zu verdanken, aber auch dieser Stadt. Dass jemand mit dem Vornamen Adis, mit dem Nachnamen Ahmetovic einen Wahlkreis direkt gewinnt. Mit schon einem größeren Abstand, zweistellig. Das waren 13 Prozentpunkte mehr als zur CDU und zur SPD. Und mein Erststimmergebnis war besser als das Zweitstimmergebnis der SPD. Ist in Hannover möglich und in anderen Städten nicht so, in dem
Ausmaß, wenn ich mir angucke, Cottbus, Gera oder vielleicht Dresden, ist das herausfordernder. Deshalb bin ich froh, hier zur Welt gekommen zu sein. Und meinen Eltern dankbar, dass sie sich für Hannover entschieden haben. Und meine Eltern haben mir immer beigebracht, hart zu arbeiten, mich einzusetzen, mich zu engagieren. Und Bildung war das A und O für meine Familie. Aber seien Sie doch mal ehrlich, als Sie zur Schule gekommen sind, Sie erwähnten schon Ihren etwas schwierigen Namen, vielleicht auch andere Dinge, die Ihren Mitschülern vielleicht nicht ganz so vertraut waren. Wie groß waren denn in Wirklichkeit die Integrationsprobleme, als Sie in die Schule gekommen sind? Für mich weniger, für meine Eltern größer. Ja. Oder für die Familie insgesamt, weil wir Probleme hatten bei der Aufenthaltsgenehmigung. Mit den Flüchtlingen in den 90er Jahren, das war damals Gesetzeslage, wir wurden geduldet. 3 Monate, 1 Monat, 3 Monate, 1 Monat. Insgesamt gab es 18 Duldungen und dazwischen auch eine Abschiebung. Wir wurden aufgefordert, das Land zu verlassen, Deutschland, die Stadt Hannover. Die Frage, wohin? Zurück nach Bosnien-Herzegowina. Ein Land, was total kaputt war aufgrund eines heftigen Krieges mit über 200.000 Toten auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens, mit 2 Millionen Vertriebenen. Wohin da zurück? Meine Heimat war Hannover und die Heimat meines älteren Bruders Edin war auch Hannover. Er war in der Grundschule, dann in der Orientierungsstufe, ich Kita, Übergang zur Grundschule. Das hat bei meinen Eltern damals echt kämpfen müssen für den Aufenthalt, so richtig kämpfen müssen, juristisch mit einem Rechtsanwalt zusammen, das war damals Dr. Matthias Mirsch, ist sicherlich den H1-Zuschauern. Ist ja auch der Grund, dass Sie in die SPD später gegangen sind. Uns haben die Wege getrennt, aber witzigerweise war es so, als ich dann in die SPD eingetreten bin. Ja. Zu den Gründen, wie gesagt, Bildungspolitik, gab diverse Gründe, saß ich bei einem Neumitgliederabend. Dann hat er sich vorgestellt, ich habe mich vorgestellt, wir haben uns beide angeguckt, dachten, irgendwo kennen wir diesen Namen. Klickerte. So ein bisschen. Ja. Da meinte er zu mir, geh mal zu deiner Mutter nach Hause und frag mal, ob sie mich kennt. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe gesagt, Mama, kennst du Dr. Matthias Mirsch? Und dann fing sie an zu weinen. Ich dachte, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Und dann hat sie mir erzählt, dass das der Rechtsanwalt war, von dem ich damals als Kind im Haribo gekriegt habe, um nicht zu weinen, weil die Wartezeiten lang waren, damals vom Amtsgericht und beim Ordnungsamt der Landeshauptstadt Hannover. Und so schloss sich dann der Kreis, dass wir uns dann Jahre später, nachdem er der Ermöglicher für meinen Aufenthalt war, bei einem Neumitgliederabend der Sozialdemokratie getroffen haben. Und jetzt, 2021, September, sitzen wir zusammen im Bundestag. Eine wirklich atemberaubende Geschichte. Ja. Aber man sagt ja auch immer, dass die Sprache der Schlüssel zu allem ist. So ist das. Wie war das denn bei Ihnen? Wann haben Sie Deutsch gelernt? Wie haben Sie Deutsch gelernt? War es schwer? Ich bin meinen Eltern sehr dankbar dafür, dass sie mit mir nicht Deutsch gesprochen haben zu Hause, sondern die Sprache, die sie beherrschen. Und das war die bosnische Sprache. Ja. Es gibt eine klare Regel, in der Sprachwissenschaft spricht die Sprache zu Hause, die ihr perfekt beherrscht. Und das war bosnisch. Weil meine Eltern zu mir gesagt haben, sie haben versucht, meinen Bruder und mich so früh wie möglich ins deutsche Bildungssystem reinzubekommen. Mich in die Kita, ihn in die Grundschule. Und dort habe ich dann so richtig Deutsch gelernt. Und ich hatte eine tolle Kita in Hannover-Saalkamp, das war die paritätische Kita im Saalkamp, die ich noch heute kenne und Kontakt zu denen habe, zur Kita-Leitung ebenfalls, die sich noch erinnert, als ich klein war. Und dort habe ich die deutsche Sprache gelernt. Und so bin ich bilingual groß geworden. Auf der einen Seite bosnisch. Sie sprechen beide Sprachen perfekt. Absolut. Ja. Also Deutsch besser als bosnisch, aber bosnisch auch sehr gut. Aber sagen Sie mal so, in Ihrem Herzen haben Sie doch noch ein großes Stück Bosnien-Herzegowina drin. Also politisch zumindest engagieren Sie sich ja doch intensiv im Bundestag dafür. Für die Westbalkanregion. Ich bin ja im Auswärtigen Ausschuss. Ja. Und bei der Vergabe der Ausschüsse war es erstmal total schwierig, in den Auswärtigen Ausschuss zu kommen, weil man hatte mir gesagt, komm, dreh mal erstmal ein paar Runden. Da sitzen Leute wie Michael Müller drin, ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin, Jürgen Trittin, Gregor Gysi, Michael Roth, die ganz großen Nummern, Armin Laschet, Kanzlerkandidat, Norbert Röttgen. Und jetzt auf einmal sitzt dann Adis Ahmetovic drin. Erste Sache. Das war der erste große Erfolg, den ich erzielen konnte, mit meiner Landesgruppe Niedersachsen-Bremen zusammen. Und der zweite Punkt war, man verteilt im Auswärtigen Ausschuss Regionen. Und keine Nase hat federführend die Region Westbalkan angekreuzt. Und dann kamen unterschiedliche Stimmen auf mich zu und sagten so, ey, mach du das doch. Und ich habe mich erstmal dagegen gewehrt, weil ich nicht darauf reduziert werden wollte, auf meine Herkunft. Genau, der mit dem Namen Witsch macht Politik für die Menschen mit dem Nachnamen Witsch. Aber die Westbalkanregion war immer in der Geschichte eine ganz, ganz schwierige Region, die aber wichtig ist, weil es nicht der Hinterhof von Europa ist und auch nicht irgendwie eine Hinterkammer, sondern das Herz von Europa. Und eigentlich die europäische Idee im Kleinen, multikulturell, multireligiös. Dann habe ich gesagt, okay, ich übernehme die Westbalkanregion, das sind 6 Staaten, die noch nicht in der EU sind, darunter Bosnien-Herzegowina, und gebe mein Bestes, dass diese Länder irgendwann mal eine EU-Perspektive haben und Mitglied der Europäischen Union werden. Ein Glück für die Länder, dass Sie so einen Kämpfer so aus dem Herzen haben. I try my best. Für Deutschland, für Europa und auch für die Länder. Aber Sie haben eben ja schon wieder was Wichtiges gesagt, dass Sie da mit so lauter Größen in diesem Ausschuss sitzen. Ja. Wie war denn eigentlich Ihr Weg? Also
es kann ja nicht nur der Fleiß oder der gute Wille Ihrer Eltern gewesen sein, war wahrscheinlich die Haupttriebfeder. Aber einfach mal ganz kurz, wie war Ihre berufliche Ausbildung, dass Sie so schnell vorangekommen sind? Also erste Säule Eltern, zweite Säule das Bildungssystem hier in Hannover. Ich hatte wirklich tolle Lehrer, die an mich geglaubt haben. Es braucht im Leben immer Ermöglicher und das auch in der Schulzeit. Ich erinnere mich, ich hatte nämlich auch mit einer Schulklasse auch heute wieder zu tun und die fragen mich auch, wie ist eigentlich mein Weg in der Politik gewesen und auch im Beruf? Und dann erzähle ich immer, ich war nicht der beste Schüler in der Pubertätzeit, aber es haben Lehrer an mich geglaubt und mich gefördert. Und das war der Grund, warum ich einen Zensurensprung hatte in Deutsch von 5 auf 3, dann auf 2, Abi-Prüfung 13 Punkte, Latein-Zensursprung, Englisch habe ich mich auch verbessert. Und so habe ich erstmal meinen Bildungsweg. Ja. Und für eine erfolgreiche politische Laufbahn brauchst du eine fertige Berufsausbildung. Deshalb habe ich sofort nach dem Abitur, und ich bin der erste Jahrgang in Niedersachsen gewesen, der das Abitur nach der 12. Klasse gemacht hat, 2011. Wir waren die Versuchskaninchen damals von McAllister. Er hat mich damals mehr oder weniger auch politisiert und auf die Straße gebracht mit der schlechten Bildungspolitik damals. Nichts gegen dich, David, aber man kennt sich. Aber nichtsdestotrotz war das so der Grund meines politischen Engagements. Und dann habe ich nebenbei immer Schule und Bildung gemacht, das heißt meinen universitären Abschluss. Ich habe Lärm studiert, Bachelor und Master. Und parallel habe ich mich ehrenamtlich politisch engagiert. Mhm. Und irgendwann mal ist der Ministerpräsident auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, sein Wahlkampfteam zu bereichern. Erst als studentischer Mitarbeiter und dann als Büroleiter. Da habe ich gesagt, du Stefan, bist du dir sicher, dass du einen 24-Jährigen als Büroleiter willst in deinem Wahlkampf Nummer 2? Das war der zweite Wahlkampf, schwierige Zeit, VW, es war schwierig, dieses Skandal, die gesamte Migrationsfrage, war keine einfache Zeit. Da hat er gesagt, du, es gibt eine Probezeit, wenn du nicht gut bist, dann ziehen wir die Probezeit. Ganz einfach. Und am Ende hat es dazu geführt, dass wir 4 Jahre zusammengearbeitet haben. Nach meinem Lehramtsstudium bin ich dann in den öffentlichen Dienst gegangen, ich habe in der Staatskanzlei gearbeitet, war der persönliche Referent und dann war ich im Grundsatzreferat, habe Regierungsbeteiligung gemacht, das heißt die Gesetze koordiniert. Ja. Ich habe einen Job unbefristet auf Lebenszeit. Und wenn mir das nicht passt in der Politik, kann ich immer wieder zurückkehren. Gleichzeitig ist das die Sicherheit, die sie mir gibt. Ja, es ist die Sicherheit, dass sie auch agieren können. Absolut. Handeln können. Haltung haben, Rückgrat haben. Und ich habe eine große Klappe. Was haben Sie denn jetzt so 4 Jahre mit Stefan Weil? Was haben Sie denn so eigentlich von ihm gelernt? Alles Gute. Und das, was nicht so gut ist, habe ich bei ihm gelassen. Und das was heißt, ist das? Da plaudern Sie doch mal aus dem Nähkästchen. Die Social-Media-Fähigkeiten. Ja. Ich glaube, ich habe bessere Social-Media-Fähigkeiten als er. Aber naja, Sie sind ein bisschen jünger. Er hat immer wieder den Anspruch gehabt, das zu lernen. Das habe ich ihm hoch angerechnet. Ja. Aber ich glaube, dass ich das besser kann als er. Aber andere Dinge. Stefan Weil ist extrem bodenständig. Und das habe ich von ihm gelernt. Egal in welchem Kontext du bist, vergiss nicht, dass die Menschen da draußen dich gewählt haben. Du hast das Vertrauen der Menschen temporär in die Hand gelegt bekommen. Und nutzt das als Mittel zum Zweck für die Sache. Und das ist so ein bisschen meine Philosophie. Naja, es ist ja sehr augenfällig. Stefan Weil hat in seinen Wahlkämpfen, insbesondere jetzt bei der Bundestagswahl, durch ein deutlich besseres Ergebnis gehabt als der Bundesdurchschnitt. Sie haben mit Ihren 34,8%, wenn ich es richtig gelesen habe, Sie haben den Vorsprung schon erwähnt, ja auch ein sensationelles Ergebnis für Hannover geholt. Ist das diese Bodenständigkeit das Geheimnis oder gibt es noch andere Geheimnisse? Also ich gehe jetzt mal grundsätzlich davon aus, dass wir alle vernünftige inhaltliche Forderungen haben. Gerade in der Sozialdemokratie haben wir ähnliche Übereinstimmungen. Wir wollen soziale Gerechtigkeit, wir wollen Bildungsgerechtigkeit, wir wollen, dass Arbeit besser bezahlt wird, dass Menschen ein würdevolles Leben im Alter haben. Ich hatte neulich auch eine Diskussion mit Senioren und Senioren von Verdi, die mir gesagt haben, dass sie ein Problem haben aktuell mit der Inflation, mit der Rente, dass sich das beißt, dass die Inflation die Rentenerhöhung komplett auffrisst und dass sie die Rechnung nicht bezahlen können. Und bei den Leuten zu sein, um das mal anders zu formulieren, mit Obama. Obama hat 2008 gesagt, be by the people, sei bei den Leuten, hör ihnen zu und lass die Dinge in deine Arbeit mit einfließen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist auch noch, versprich das, was du halten kannst. Und das, was du nicht halten kannst, versprich nicht, weil du schaffst sonst Hoffnungen und kannst sie nicht umsetzen. Und diese zwei Leitideen, Gedanken, glaube ich, prägen mich sehr, sehr lange schon. Und Stefan Weil zeigt das durch seine Nahbarkeit. Einer der besten Straßenwahlkämpfer, die ich gesehen habe und gleichzeitig ein richtig guter Verwaltungsmensch, der jeden Tag so viel liest an Akten, an Studien, an Expertengesprächen, sich briefen lässt und, was er auch noch macht, jede Woche ein Buch, was nichts mit Politik zu tun hat. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich versuche nachzueifern, am besten schnellerer Leser als ich. Gute Mischung. Da haben wir ja schon fast alle Ihre Ziele
an denen Sie im Bundestag arbeiten. Aber trotzdem würde ich noch mal Ihr Motto Hannovers starke Stimme hinterfragen. Gibt es jetzt so etwas in aller Kürze, was Sie sagen, also da bin ich jetzt direkt die Stimme für Hannover absolut, bei dem, was Sie machen? Absolut, absolut. Ich hoffe, dass das so ankommt. Es ist natürlich vage, so ein Motto zu nehmen, aber ich will das auch in Leben, mit Leben füllen. Eine konkrete Sache, ich habe meinen Wählerinnen und Wählern in Form von Großflächenplakaten, also Risiko, versprochen, günstiger Fahrkartenpreise. Was haben wir jetzt eingeführt? Nicht nur das 9-Euro-Ticket als Experiment am Anfang, sondern das 49-Euro-Ticket für ganz Deutschland. Ist ein Ersparnis für manche bis zu 400 Euro im Jahr. Das ist nicht wenig, das ist wichtig. Eine zweite Sache, die Marktkirche hat Sanierungsarbeiten am Dach. Und wir hatten ein Denkmalförderprogramm und genauso auch gibt es Sanierungsarbeiten zum Beispiel bei der Bartholo-Siegessäule. So habe ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen auf den Weg gemacht, 1 Million Euro fast zu organisieren im Haushaltsausschuss vom Bund, damit die Kommune entlastet wird, diese denkmalgeschützten Gebäude bei der Sanierung zu unterstützen. Schwimmbadförderung, Fössebad, ein emotional diskutiertes Thema in der Landeshauptstadt Hannover, kam auch Geld vom Bund. Oder das Schwimmbad in Missburg, auch Bundesgelder. Alles Sachen, für die man sich stark machen kann, für die ich mich stark mache. Da kommen Menschen auf mich zu, in Bürgergesprächen, in Vereinsgesprächen oder Unternehmen. Und da versuche ich, diese Dinge mitzunehmen nach Berlin. Und häufig konnte man helfen. Und lassen Sie mich mal noch eine Sache erzählen, wo sich auch ein bisschen so der Kreis schließt für mich persönlich. Ich hatte damals einen Rechtsanwalt, der ermöglicht hat, dass ich in Deutschland bleiben darf. In Hannover, in meiner wunderschönen Stadt Hannover, wo ich zur Welt gekommen bin. Und es gab einen Fall in einem Krankenhaus in Hannover, wo eine Pflegerin nach 20 Jahren, die wirklich toll arbeitet, abgeschoben werden soll nach Georgien. Und durch meinen Einsatz beispielsweise konnte ich dafür sorgen, dass sie nicht abgeschoben wird. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Das ist natürlich sehr beeindruckend. Kriege ein bisschen Gänsehaut gerade, aber so menschlich und so anfassbar ist. Ne? Aber Herr Achmetowitsch, ich würde jetzt gerne mal wissen, 2021 sind Sie voller Hoffnung und Elan in den Bundestag da eingezogen. Und nun sehen Sie da vorne auf der Regierungsbank eine Ampel, wo die Zustimmungswerte immer weiter in den Keller gehen. Was macht diese Ampel eigentlich falsch? Beziehungsweise für Sie als engagierten Abgeordneten, wie enttäuschend ist das, dass also von einer anfangs hohen Akzeptanz die Werte so tief in den Keller gerutscht werden, dass sich ja viele fragen, kann das überhaupt noch weiterhalten jetzt? Erstmal bin ich ein überzeugter Anhänger dieser Koalition, weil es notwendig war, nach so vielen Jahren große Koalition auch andere politische Modelle auch eine Chance zu geben. Und in einer so turbulenten Zeit muss es möglich sein für demokratische Parteien, ich klammer mal die AfD aus, eine Koalition zu bilden, wo sie einen gemeinsamen Nenner finden. Der Koalitionsvertrag spricht für sich, das ist ein ganz, ganz starker Koalitionsvertrag. Jetzt kommt aber das Aber. Und da muss man selbstkritisch sein. Und ich als Parlamentarier habe die Möglichkeit, selbstkritischer zu sein als die Regierung manchmal selbst. Und das ist auch meine Aufgabe als Parlamentarier, der frei gewählt ist von den Bürgerinnen und Bürgern aus der Landeshauptstadt Hannover, zu sagen, dass die Performance nicht richtig war. Jede Gesetzesinitiative, die größer ist, führt erstmal dazu, dass 2/3 der Bevölkerung auf die Palme gebracht wird. Warum müssen wir mit jeder Gesetzesinitiative, die wir nicht vernünftig kommunikativ vorbereiten, auch nicht in der Performance und in technischen Dingen, erstmal alle wild machen? Das kann man auch mit richtiger Absprache, Vorabsprache, Vorbereitung besser machen. Stichwort Gebäudeenergiegesetz. Hätte so nicht ablaufen müssen. Es sollte jetzt bis zur Sommerpause eingebracht sein. Optimistisch? Ja, das wird klappen, weil wir gemerkt haben, und ich hoffe, alle Koalitionspartnerinnen und alle Koalitionspartner, das heißt alle Kolleginnen und Kollegen von mir, dass das so nicht weitergeht. In der Form, der Art und Weise, wie man miteinander zusammenarbeitet. Denn der Koalitionsvertrag ist sehr gut. Und lasst uns doch einfach ganz normal Kapitel für Kapitel diesen Vertrag abarbeiten. Und dann bin ich mir sehr sicher, dass das die halbe Miete dazu ist, dass die Zustimmungswerte wieder steigen. Und B, dass die Zustimmungswerte für rechtspopulistische Parteien, die nicht im Sinne haben, dem Land etwas Gutes zu tun, Europa und den Menschen, dass das auch zurückgehen wird. Sie tragen ja eigentlich auf zwei Schultern. Ne? Eben haben Sie mir erzählt, was Sie für die Stadt Hannover erreichen wollen. Dicke Millionenbeträge. ist in Ordnung. Ist ja so. Ja, aber ist wann immer hier ein Problem auftaucht, zeigt die Stadt und das Land auf den Bund. Da muss jetzt der Bund zahlen. Das muss ja für Sie ein schwieriger Konflikt sein. Sie sind ja auch als Bundespolitiker ein bisschen dafür verantwortlich, dass dieser ganze Haushalt nicht den Bach runtergeht. Ist das eigentlich eine Entwicklung, von der man sagen muss, so kann es eigentlich nicht mehr weitergehen?
Also jede Ebene hat seine Verantwortung. Ich möchte erst mal sagen, dass die Kommunen Großartiges leisten. Und weil ich diesen Bezug zur Kommune habe, ich bin ja sehr häufig in Hannover und nehme von morgens bis abends Termine in Hannover wahr. Und ich hoffe, das nimmt die Stadtgesellschaft wahr, die Vereine, Verbände und ich bin ansprechbar. Ich habe regelmäßig Bürgersprechstunden. Erdet mich das. Das erdet mich und zeigt mir, ist das eigentlich, was wir auf Bundesebene tun, richtig und kommt das beim Land und bei der Kommune an? Oder müssen wir Nachbesserungen machen? Und deshalb glaube ich, dass diese Verbindung als jemand, der kommunalpolitische Funktion hat, ich bin Parteivorsitzender der Landeshauptstadt Hannover, dass das sogar hilfreich ist. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass die Menschen auf Bundesebene zu wenig Bezug und Bindung noch zur eigenen Kommune haben. Nicht alle, aber einige. Und deshalb ist es gut, dass Landesebene und die kommunale Ebene uns immer Hausaufgaben mitgeben. Gleichzeitig ist das so ein Spiel, was es jetzt seit Jahrzehnten gibt, weil es am Ende darum geht, wer bezahlt es am Ende. Aber dieses Spiel gibt es immer. Aber was immer an Initiativen da ist, das Land zeigt erstmal, der Bund muss dafür zahlen. Und umgekehrt haben wir es zum Beispiel bei der Flüchtlingsfrage ja auch gemacht, dieses Migrationspaket. Wer zahlt eigentlich die Kosten bei der Unterbringung von Flüchtlingen, Integrationsarbeit etc.? Hat das Land gesagt, bei der MPK, Ministerpräsidentenkonferenz, der Bund tut zu wenig. Der Bundeskanzler, die Bundesregierung hat gesagt, die Länder tun zu wenig und am Ende einigt man sich auf eine Summe X. Das ist ein Spiel in der Öffentlichkeit, um zu gucken, wer trägt am Ende mehr Geld. Wichtig ist zum Schluss, dass man sich der gemeinsamen Verantwortung klar ist. Bei den Leuten auf der Straße, zu Hause, egal wo die uns jetzt hier zugucken, ist es völlig Wumpe, welche Ebene zahlt. Es muss am Ende die Hausaufgabe erledigt werden. Darum geht es am Ende. Und das ist mein Ansinn. Und ich gucke auch nicht immer auf Kompetenzzuweisung. Am Ende sind wir alle verantwortlich und kompetent genug, um Lösungen zu finden. Stichwort jetzt bezahlbarer Wohnraum im Saalkamp. Vonovia will über 800 Wohneinheiten verkaufen. Wer kauft das jetzt ab? Kommune, Land oder Bund? Lass uns doch gemeinsam eine Lösung entwickeln. Das ist eher so mein Weg, den ich fahre. Aber ich würde da in diesem Zusammenhang gerne nochmal bei den Kommunen bleiben. Sie haben das ja schon erwähnt. Die Kommunen sind am Limit, was die Kosten für Flüchtlinge, Unterbringung von Flüchtlingen betrifft. Muss man nicht irgendwann den Mut haben zu sagen, also mehr geht jetzt nicht? Mehr können wir jetzt nicht mehr leisten. So wie Herr Gauck ja mal gesagt hat, unser Herz ist groß, aber unsere Möglichkeiten sind beschränkt. Müsste da nicht noch mehr passieren, um den Zustrom jetzt zu stoppen? Bei der Frage von Migration meinen Sie jetzt insgesamt die Menschen, die zu uns nach Deutschland kommen? Ja. Gerade die Kommunen sind ja sehr, sehr stark belastet. Ne? Völlig richtig. Die Kommunen tragen am Ende die Hauptlast. Die Hauptlast, was die Implementierung von Gesetzen angeht, die werden zwar finanziell unterstützt, aber haben das Endprodukt da. Das heißt, sie müssen für die Endaufgaben da. Die müssen für Unterkünfte sorgen, für Integrationsarbeit sorgen, am Ende für die Integration in den Arbeitsmarkt. Deshalb habe ich ein großes Verständnis und eine große Empathie und bin sehr sensibilisiert für die Lage der Kommunen, weil ich mich selbst in Hannover bewege. Ja, klar. Erste Sache. Zweite Sache, die Migrationsfrage wirst du nur europäisch und international lösen können. Es gab jetzt den ersten Versuch, die sogenannte GERS-Reform einzuführen. Da bin ich zum Teil überzeugt von, zum anderen Teil nicht, weil ich ja der Auffassung bin, man braucht europäische Regeln. Klar, es muss klar geregelt werden, weil wir merken, dass viele europäische Staaten sagen, sie können nicht mehr und sie wollen nicht mehr. Und die politische Situation hat sich in vielen Staaten auch verändert. Es gibt immer mehr autokratische Regierungen. Und immer mehr rechte Regierungen, die sagen, Flüchtlinge wollen wir gar nicht. Also müssen wir auch im Wohle der Migration und der Menschen gucken, dass wir auch mit diesen Staaten eine Lösung finden. Das heißt, humane Aufnahme. Drittens reicht es, und da bin ich im Widerspruch mit der Regierung gerade, und da war ich so selbstbewusst, habe auch einen Gastkommentar im Tagesspiegel geschrieben, wo ich gesagt habe, es ist kein historischer Erfolg, dieser Kompromiss GERS, sondern ein schmerzhafter Kompromiss. Verstehe. Mit den rechten Regierungen, weil es schwierig ist, andere Lösungen zu finden. Mhm. Und zusätzlich zu EU-Außengrenzen müssen wir Fluchtursachen bekämpfen. Viele sagen, ach, das geht doch gar nicht. Doch, es geht und es muss gehen. Wenn wir nicht bereit sind, die Staaten des Kontinents Afrikas, Südostasien oder Südamerika anzupacken gemeinsam, dann wird es am Ende ein Ergebnis geben. Die Menschen werden fliehen vor Hunger, Leid, Durst und auch Krieg. Und deshalb müssen wir, und das ist auch die Aufgabe von Europa gewesen, Schumann, der erste EU-Ratspräsident, hat selbst gesagt, die große Aufgabe Europas wird es sein, der Europäischen Union, Afrika dabei zu unterstützen, nicht nur Schwellenland zu sein, sondern am Ende ein hochmodernes Land zu sein, was seine eigenen Probleme auch selbst lösen kann mit der Unterstützung Europas. Solidarität nennt sich das. Ja. Offenbar ist es doch aber so, trotz aller
Pläne, die Sie sagen, die einleuchtend sind und von denen man hofft, dass sie auch Gehör finden, richtig. Ja. Ne? Das kommt ja noch hinzu. Aber offenbar profitiert doch die AfD sehr kräftig von dieser Diskussion um die Flüchtlingsfrage. Sie ist jetzt im Ranking auf Platz 2, hat die SPD mehr oder weniger deutlich mit 19% überholt. Da kann man doch auf die Gedanken kommen, dass die anderen Parteien vergessen haben, was die Menschen wirklich bewegt. Migration ist nur ein Instrument für diese Parteien, um Ängste zu schüren. Ich glaube, das Kernproblem liegt woanders. Und da müssen wir uns auch wieder selbst an die Nase fassen. Ich glaube gleichzeitig auch, dass aber auch nur wir diejenigen sind, die es lösen und anpacken können. Das ist das soziale Versprechen. Ich schwerf mal eine Zahl in den Raum. Die 2 reichsten Familien in Deutschland haben genauso viel Vermögen wie circa die 40 Millionen ärmsten Familien in Deutschland. Ist das nicht eine kleine Neiddebatte? Nein, ich will keine Neiddebatte auslösen, sondern zeigen, dass ich gönne jedem Reichtum. Aber in schwierigen Zeiten muss man überlegen, wer trägt die größte Last oder die größeren Lasten. Weil mein Gesellschaftsbild ist ein solidarisches Gesellschaftsbild. Bedeutet, wenn wir in einer großen, großen Krise sind und wir sind von einer Krise in die nächste jetzt gewandert, angefangen mit der Corona-Krise, wo trotzdem die schon sehr Wohlhabenden ja noch wohlhabender wurden und die Mittelstand sind oder die unteren Einkommensschichten, sind nicht reicher geworden, sondern die Lage ist schwieriger geworden. Worauf will ich hinaus? Ich glaube, wir müssen und mutig genug sein und auch mit dieser Schicht der Menschen in Deutschland, denen es wirklich sehr, sehr gut geht und mit den Unternehmen, denen es sehr, sehr gut geht, Übergewinnsteuer, zum Beispiel bei Mineralölkonzernen, die schon zur Hälfte des Jahres mehr Gewinn gemacht haben als im gesamten Jahr davor. Weil die Menschen, die hart arbeiten, 40 Stunden, 50 Stunden die Woche und am Ende des Monats sich mit dem Gehalt ihr Leben nicht leisten können, das macht etwas mit denen. Und deshalb hoffe ich auch auf ein bisschen Patriotismus für dieses Land. Auf der anderen Seite, ich spreche mal ruhig Patriotismus an, wenn wir ein stabiles, ein starkes, ein soziales Deutschland wollen, dann muss jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Anteil X leisten. Und manche leisten vielleicht noch nicht ausreichend, beziehungsweise können noch mehr leisten. Nicht, weil ich ihnen das Vermögen nicht gönne, im Gegenteil. Aber wir können zweckgebunden machen. Es fließt direkt in die Kommunen, es fließt direkt in den digitalen Ausbau, es fließt in die Kindergrundsicherung beispielsweise. Nicht, damit wir als Staat mehr haben, sondern projektbezogen. Und auf diese Art und Weise, glaube ich, ist es wichtig, ein Sozialversprechen zu erfüllen. Wenn ein Mensch über 40 Jahre lang in Deutschland arbeitet, dass er nicht auf Grundrente angewiesen ist, auf Transferleistungen, sondern sich mit seiner selbst hart arbeitenden Rente sein Leben leisten kann, ohne dass der Staat ihn unter die Arme greifen muss. Aber das alles ist sehr klug, sehr schlüssig gedacht. Aber es ist nicht die Antwort auf meine Frage. Die Leute wählen die AfD auch, weil sie sich nicht genug gehört fühlen von den Politikern in ihren Ängsten. Wir sind da, glaube ich, nicht unterschiedlicher Auffassung, sondern die Frage gibt auch zum Teil auch die Antwort. Und was ist die Antwort darauf? Richtige und konkretere Politik noch im sozialen Bereich zu tun, ganz wichtig. Die Mittelschicht hat aktuell Angst abzurutschen aufgrund von vielen Krisen, die wir haben. Und wir müssen ihnen eine Sicherheit geben, dass sie auch weiterhin erfolgreich kleine und mittelständische Unternehmer bleiben werden, dass Investitionen nicht abwandern werden, die Menschen, die hart arbeiten, in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis sind, dass sie sich weiter mit ihrem Gehalt die Miete zahlen können, dass Lebensmittel nicht noch weiter explodieren, dass die Inflation nicht noch weiter ansteigt. Konkrete Antworten auf große politische Probleme würden schon dazu führen, dass Menschen sich repräsentierter fühlen. Und das ist auch eine meiner Dinge, die ich täglich mache, sehr nah an den Menschen dran sein. Meine Bürgersprechstunden werden immer häufiger angefragt, weil die Probleme der Menschen ziemlich konkret sind und immer größer werden. Und ich habe dieses Thema mit dem Arbeiten mit der Rente deshalb angesprochen, weil es häufig angesprochen wird in meiner Bürgersprechstunde. Und das sind Ängste, reelle Ängste. Und wer schürt diese Ängste? Die AfD mit der Frage um Migration, Klimawandel, der ja angeblich nicht menschengemacht ist, mit dem Thema Familie und LGBTIQ, ständig irgendwelche Gegensätze aufzumachen, weil wir es nicht hingekriegt haben, diese Kernängste oder diese Kernprobleme der Menschen richtig zu lösen bisher noch. Und wir haben noch 2 Jahre Zeit. Und ich bin mir sehr sicher, mit einer Nahbarkeit der Politik, mit einer klaren Kommunikation und mit vernünftigen politischen Maßnahmen im Wohnungsbereich, im Bereich zur Bekämpfung der Inflation, im Bereich der sozialen Transformation. Das heißt, die Menschen sollen keine Angst haben vor Klimaschutzpolitik, sondern im Gegenteil, dass es ihnen auch etwas bringt, allen Schichten, nicht nur denen, die es sich leisten können. Und bei der Frage von Wohnen, Nebenkosten, Energie, dass wir dafür eine Antwort haben.
Na, da bricht der engagierte Politiker so richtig ein bisschen durch. Ein bisschen. Unsere Sendezeit reicht leider nicht aus, um diese Diskussion jetzt noch weiter fortzusetzen. Darum möchte ich ganz am Schluss noch mal auf Sie zu sprechen kommen. Ich verrate kein Geheimnis. Am 27. Juli werden Sie 30 Jahre alt. Haben die Niedersachsen ja einen schönen Brauch. Wenn man 30 wird, muss man die Rathaustreppe fegen, wenn man noch Junggeselle ist. Hören Sie auf, werden die Leute auf Ideen zu bringen. Werden wir Sie fegen sehen? Ich werde auf jeden Fall auf dem Maschseefest sein. Das heißt, wer mich am 27. Juli treffen will, zufällig oder unzufällig, bewusst oder unbewusst, kann mich auf dem Maschseefest sehen. Am 26. Juli ist die Eröffnung des Maschseefests. Da werde ich auch da sein, weil es ein tolles Fest ist. Und am 27. feiere ich mit meinen Liebsten. Dann war eine ganz ernsthafte, aber auch nicht richtig ernsthafte Frage zum Schluss. Eine Fee schwebt durch den Raum und gibt Ihnen 3 Geburtstagswünsche frei. Oh, wow. Was würden Sie sich wünschen? Mehr Zeit, mehr Ruhe für uns alle und weil es mit meiner Arbeit zusammenhängt, endlich Frieden, mehr Frieden. Wir leben in einer so turbulenten Zeit. Das belastet mich auch irgendwo, sage ich Ihnen ganz offen. Ja. Ich bin ja auch Mensch, bin ja nicht nur Politiker. Und ich weiß, dass Politiker keine Schwäche zeigen dürfen, wird so gesagt. Aber es belastet mich deshalb, weil wir eigentlich eine Generation sind, die in Frieden groß geworden ist. Und viele junge Menschen, die mir schreiben und sagen, müssen wir Angst haben vor einem Krieg wieder bei uns. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir mehr Stabilität bekommen. Das wäre mein 3. Wunsch. Mehr Frieden. Sehr gute Wünsche. Vielen Dank, Dankeschön, dass Sie da waren. Dankeschön. Und alles Gute weiter für die politische Karriere, wo immer sie enden mag. Step by step, Dankeschön. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.